Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn ich habe freundlicherweise die Taobox zugeschickt bekommen. Das ist diese hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Taobox ist eine ganz wundervolle Box. Die erscheint nicht so häufig im Jahr. Ich glaube, alle 2 oder 3 Monate erscheint sie und man muss immer schnell sein. Das heißt, ich packe euch in die Infobox einen Link, da könnt ihr euch zum Newsletter anmelden, damit ihr schnell genug sein könnt, um sie euch noch zu ergattern. Weil die ist ruckzuck ausverkauft. Auch die Variante, die ich jetzt zeige, dürfte tatsächlich schon ausverkauft sein. Und ja, das ist eine Wohlfühlbox. Das heißt, wir haben hier angenehme Düfte drin, ätherische Öle, so ein bisschen Pflege haben wir mit dabei. Wir haben so Lifestyle-Artikel in dem Sinne mit dabei, dass du quasi die Öle kombinieren kannst, weil man kennt ja zum Beispiel Taoasis, das kommt ja von Taoasis, dass man die Düfte halt kombiniert und dann in einen Duftstein gibt oder in einen Raumbedufter oder was auch immer. Und sowas ist da halt auch immer mit dabei. Und ja, ich habe jetzt die Variante Zeit für mich. Und da bin ich gespannt, was ich an Zeit für mich jetzt verbringen darf. Ich habe jetzt mal den Deckel einmal hochgemacht und so schaut die einmal aus. Wir haben hier ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zugemacht ist. Das muss ich öffnen. Das ist schon cool. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Haben hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und die ganzen Produkte. Es ist immer so schön, lila kommt es da raus. Einen wirklichen Duft hat man mittlerweile irgendwie gar nicht mehr bei den Boxen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich mag es immer gerne, ein bisschen was zu riechen. Zeit für mich mit der Taobox. Wenn es draußen kälter wird, machen wir es uns drin gemütlich und nutzen die Zeit, um uns mal wieder ausgiebig um uns selbst zu kümmern. Denn sind wir mal ehrlich, für die meisten von uns ist Me-Time im trubeligen Frühjahr und Sommer doch zu kurz gekommen. Mit der neuen Taobox heißt es aber nun endlich wieder Zeit für mich. Da kommen die vielfältigen Produkte aus den Bereichen Raumbeduftung, Aromatherapie und Aromaküche gerade richtig. Erst recht, wenn die Produkte ganz individuell an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben angepasst werden können. Entdecke jetzt unsere entspannenden Duftlieblinge und neuen DIY-Produkte und mache den Herbst zu deiner ganz persönlichen Wohlfühlzeit. Viel Freude beim Auspacken, dein Taobox-Team. Ja, liebes Taobox-Team, ich habe schon mal angefangen, ich habe mir eine Kerze angemacht. Wir werden heute Abend auch den Kamin hier schön anmachen. Denn heute ist Drehtag, heute ist Samstag und da wird alles ein bisschen entspannter bei uns ablaufen. Man hat hier tatsächlich in dieser Box auch so ein bisschen, oder in diesem Heftchen auch so ein bisschen Anwendungstipps und so mit dabei. Finde ich total cool. Dann gibt es hier auch noch Rabattcodes und Infos halt, ne? Ein informatives Infoheftchen. Und wir schauen jetzt einfach mal hier in die Box hinein. Als erstes habe ich hier ein DIY Do-It-Yourself Massageöl, deine Biobasis. Okay, also das ist quasi ein Basisöl mit 50 Millilitern. Und da kann man dann höchstwahrscheinlich die verschiedenen Massageöle mit reinmachen oder die verschiedenen ätherischen Öle, die wir halt in der Box enthalten haben. Neutrales, pflegendes Massageöl auf Basis von Jojoba und Aprikosenkernöl. Für ein individuelles Massageöl ätherische Öle je nach Belieben sparsam direkt in die Flasche tropfen. In die Flasche rein? Interessant. Auch als Grundlage für individuelle Roll-Ons geeignet. Das finde ich cool. Wir hatten sonst auch gerne so Massageöle mit dabei, die dann halt schon mit dem Duft versetzt waren. Und das hier ist halt wirklich ein ganz, ganz, ja, natürlich, nein, neutrales Öl, ne? Ja, das riecht nach nichts. Okay, cool. Ja, kann man gut gebrauchen auf jeden Fall. Gerade in der kalten Jahreszeit kommt sowas doch ein bisschen häufiger vor, dass man sich mal zusammen gegenseitig auch mal massiert, ne? In der Partnerschaft, genau. Dann haben wir hier ein Anti-Stress-Aroma-Roll-On. Das ist dieses hier. Das ist mit Lavendel und mit Orange, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ne? Da ist, oder Mandarine, 10 Milliliter enthalten. Funktioneller Roll-On zu aromakosmetischen Anwendung mit Sandelholz, Lavendel und Mandarine. In stressigen Alltagssituationen einfach auf Schläfen, Handgelenk oder Nacken abrollen und sofort entfaltet sich eine beruhigende Duftaura. Sehr gut. Ne? Nimmst du mit auf der Arbeit, packst du die schnell in die Tasche, dann kannst du das mal eben kurz zwischendurch machen und dann die Schläfen massieren und ganz runterkommen. Ne? Auch eine ganz wichtige Kiste. Okay, dann haben wir hier DIY Raumspray. Okay, das haben die jetzt irgendwie umgestellt. Ansonsten hatte man in diesen Sprays oder in dem
in den Massageölen auch schon diese Duftgeschichten mit drin. Und jetzt musst du dir das oder darfst du dir das vor allem mit dieser Box selber zusammenstellen. Das finde ich cool. 50 Milliliter sind enthalten und das ist hier so ein Raumspray. Wir haben hier schon ein Produkt mit Limone, Linalol. Okay. Kann sein, ja. Und neutrales Raumspray auf Basis von Demeter-Alkohol in hochwertiger Glasflasche und Pumpsprühe. Für ein individuelles Raumspray ätherische Öle je nach Belieben direkt in die Flasche tropfen. Ideal für zu Hause und unterwegs. Das finde ich cool. Da kann man sich nämlich den Duft dann ganz selber aussuchen. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier noch die verschiedenen Öle mit drin haben. Ja. Schön. Lemongrass haben wir hier einmal mit drin. Teilweise kannst du übrigens diese Düfte auch auf deine Nahrung gehen, also auf dein Essen einfach, ne, um das Ganze aufzupeppen. 5 Milliliter sind hier enthalten und das ist halt wirklich nur zur Massage oder zur Aromatherapie gedacht. Dann haben wir hier 5 Milliliter von Cedar. Oh, sehr, sehr passend. Echt cool. Und dann haben wir von Baldini Grapefruit, auch mit 5 Milliliter. Und das ist etwas, ich glaube, diese Baldini-Düfte, ich weiß nicht, ob das alle betrifft, aber steht immer explizit hier hinten drauf, zum Würzen und Aromatisieren von Speisen, Getränken und Träumen halt auch. Ne? Da steht es halt wirklich nochmal drauf, dass man das explizit auch essen kann. Finde ich cool. Das finde ich echt cool. Okay, dann haben wir hier noch drin mehrere Sachen. Zum einen Viel Ruhe Duftset, das ist dieses hier. Da sind 5 Milliliter Naturduft und ein Duftvlies mit drin. Das habe ich, glaube ich, sogar schon da, oder? Weiß ich gar nicht. Ich hatte das, glaube ich, in einem Adventskalender auch mit dabei. Also, wir haben hier zum einen ein Duftvlies. Das ist so ein Tropfen. Den kann man sich auch aufhängen. Das ist ziemlich cool. Da ist nämlich extra oben ein Loch. Und hier drauf kannst du dann den Duft drauf tröpfeln, der hier mit drin ist, den ich mal eben raushole. Und zwar ist das Viel Ruhe. Das ist, ich glaube, mit Lavendel, weil der Lavendel abgebildet ist. Man kann dieses Duftset aber auch so bei Taoasis kaufen oder, ne? Ja, bei Taoasis im Online-Shop. Mit Lavendel, Benzoe und Orange. So, dann packe ich das wieder zusammen. Weil das ist halt auch echt ein schönes Produkt für Adventskalender, ne? Ich bin jetzt ja auch gerade wieder am Adventskalender packen. Und ich denke, dass ich da jemanden auf jeden Fall sehr glücklich mitmachen kann, weil das doch sehr niedlich ist, ne? So, hier ganz unten drunter haben wir noch etwas, was ich gerade sehr interessant finde, denn das ist riesig. Gesund und schön, mit der Kraft ätherischer Öle. Hier haben wir einfach mal ein Buch drin, was einen Wert von 14,90 Euro hat. Jedenfalls steht es hier hinten drauf. Vom Aromatherapie-Basiswissen und natürlicher Hautpflege über die richtige Dosierung und Anwendung ätherischer Öle bis hin zu einfachen DIY-Rezepten. Dieses Buch zeigt, wie schnell und unkompliziert es gelingt, mit ätherischen Ölen wirkungsvolle Naturkosmetik und natürliche Hausmittel herzustellen. Es animiert dazu, individuelle Rezepte für die Schönheit und Gesundheit zu kreieren und in die Welt der Düfte einzutauchen. Also, das finde ich sehr interessant, denn genau solche Sachen stehen auch immer in dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und ich liebe Bücher und ich liebe Druckerschwärze. Genau, und hier haben wir dann halt wirklich die einzelnen Produkte beschrieben. Nachtkerze ist hier beschrieben, das ist ja schön. Pfeffer, Anis, mega interessant. Also da kann man sich wirklich mal so ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigen. Da kannst du eine hautpflegende Hand- und Fußcreme herstellen. Schön. Also sowas wäre zum Beispiel ein Buch für die liebe Vanessa von dem Kanal Mrs. Rosa Roth, weil die ja ihre kleine Hexenküche hat. Und da hätte ich auf jeden Fall sie sehr, sehr groß gesehen tatsächlich mit diesem Buch. Ja, Naturkosmetik einfach selber machen. Finde ich geil. Oder halt für eine Freundin von mir, die auch sehr, sehr gerne selber Produkte macht oder eben sehr minimalistische Produkte verwendet. Also sie war die erste in meinem Umfeld, die ich so auch kenne, die so einen Duschbrocken oder so mal verwendet hat. Fand ich extrem cool. So, ansonsten haben wir jetzt hier in der Box nur noch das Kröbelpapier. Genau, aber das war jetzt tatsächlich der Inhalt der Box und der hat mir ganz gut gefallen. Also wenn man wirklich so Lust auf diese ganze Aromatherapie-Geschichte hat und sich auch gerne von Düften in andere Welten entführen lässt und seine Stimmung in Düften ausdrückt, ist diese Box eine ganz interessante Geschichte, die man sich vielleicht einfach mal anschauen kann. Es ist ja nicht ein Abo oder so, was man dadurch abschließt, sondern es ist ja, dass man sie sich einmalig bestellt.
um einfach mal reinzuschnuppern. Kleiner Wortwitz. Ja, ihr Lieben, das war jetzt mein Unboxing von der Tao Box und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!